Liebe Freunde, ich möchte heute mal die Gelegenheit nutzen, nicht politisch zu sein, sondern schlicht und ergreifend einmal Danke zu sagen. Ich will mich dafür bedanken, dass dieser Kanal, der nun ziemlich genau 2 Jahre alt ist, bei euch auf so großes Interesse gestoßen ist. Wir sind rund 35.000 Abonnenten auf diesem Kanal und die Videos, die ich hier in den letzten beiden Jahren veröffentlicht habe, wurden bereits 10 Millionen Mal angesehen. 10 Millionen, das ist schon eine Zahl, wo, glaube ich, jeder kleine Medienmacher froh wäre, wenn er auf solche Werte überhaupt verweisen könnte. Das gelingt natürlich nur dann, wenn das Interesse da ist, wenn der Kanal geteilt wird und ja, wenn die Community auch immer größer wird. Heute gibt es, wie gesagt, keine Politik auf diesem Kanal zu sehen, aber ich möchte trotzdem auch noch eine zweite Möglichkeit nutzen, und zwar jene, euch und euren Lieben alles Gute für die Weihnachtsfeiertage zu wünschen. Ich wünsche euch ein frohes und besinnliches Fest und vor allem wünsche ich euch eines, nämlich Zeit mit euren Lieben. Gerade am Ende eines Jahres ist es ganz, ganz wichtig, hier auch wieder mal innehalten zu können und sich vielleicht nochmal neu auszurichten und ja, eben diese Zeit auch zu genießen. Das werde ich im Übrigen jetzt dann auch tun. Nächstes Jahr warten sehr viele Herausforderungen auf uns. Es wird ein politisch sehr, sehr turbulentes und spannendes Jahr werden. Ich bin aber trotzdem davon überzeugt, dass wir nächstes Jahr um diese Zeit schon etwas beruhigter sein können, weil nämlich gewisse politische Entwicklungen dann in eine andere Richtung laufen werden, nämlich in eine bessere. Aber wie gesagt, heute keine Politik. Ich wünsche euch schöne Feiertage, ich wünsche euch alles Gute, viel Erholung und wir sehen uns demnächst wieder. Die ÖVP hat sich den Staat und seine Institutionen in den letzten Jahrzehnten unter den Nagel gerissen. Die türkise Truppe rund um Sebastian Kurz hat im Stil eines Putsches 2017 die Macht in der ÖVP übernommen und danach aus dem Kanzleramt heraus einen tiefen Staat entwickelt. Sie nutzte die Allmacht für Postenschacher, Freundalwirtschaft und nicht zuletzt Medienkauf im bisher ungekannten Ausmaß. Für den Hauptdarsteller in dieser Schmierenkomödie nahm die Politkarriere ein jähes Ende. Kurz verlor den Kanzler Posten und muss sich nun vor Gericht verantworten. So tief der Fall war, so hartnäckig halten sich auch die Gerüchte, dass der einstige Messias der ÖVP auferstehen und in die Politik zurückkehren könnte. Ist er also nur kurz mal weg oder ist kurz mal weg? Und zwar endgültig. Im neuen Buch von Christian Hafenecker wird all das näher durchleuchtet. Gleich bestellen unter www.hafenecker.at.